Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Ja, heute gucken wir uns ein paar schöne Schmuckstücke aus dem OCG an, 10 unterschiedliche Karten an der Zahl und was ich mir daran geholt habe. In meiner unermesslichen Weisheit, das erfahren wir nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, ich weiß. Wir hatten schon in der letzten Folge Neuzugänge. Allerdings, wir hatten schon als letztes Video eine Folge Neuzugänge. Allerdings ist es natürlich so, dass ich hier gerade aktuell sehr, sehr viel Neuzugänge-Stuff da, wirklich schon sehr alte Sachen, die hier ewig rumliegen und die will ich mal abarbeiten. Da dachte ich mir, ich lege einfach mal eine Folge nach. Diesmal kümmern wir uns ums OCG und bevor wir jetzt ins Opening einsteigen, möchte ich darauf hinweisen, dass wir in recht großen Schritten auf die 3000 Abonnenten zugehen und ich diesen Meilenstein gerne in nächster Zeit stemmen würde. Wenn ihr also neu auf diesem Kanal seid oder meine Videos bereits seit längerem verfolgt, ohne ein Abonnement dagelassen zu haben, ihr euch für innovatives rund ums Thema Sammeln interessiert und gerne das Seltenste und Schönste, das Yu-Gi-Oh! Zu bieten hat, zu sehen bekommen wollt, dann dürft ihr gerne ein kostenloses Abonnement dalassen. Das Ganze ist, wie bereits gesagt, vollkommen kostenfrei, hilft mir, hilft meiner Reichweite und euch immer auf dem neuesten Stand zu sein. Sollten wir die 3000 Abonnenten bis Ende nächsten Monats knacken, werde ich euch tatsächlich exklusiv eine Karte vorstellen, die eigentlich ausschließlich der Ausstellung vorbehalten ist. Ist quasi die Gelegenheit, mal etwas zu sehen, was ihr sonst nicht zu sehen bekommen würdet. Dementsprechend macht Mund-zu-Mund-Propaganda, informiert eure Freunde, ihr wisst, liken, Abo dalassen und so weiter und so fort. Call to Action. Ich rede schon wieder zu viel. Nach dieser ultimativ aufdringlichen Einleitung starten wir durch mit dem Gate Guardian. Und zwar noch im tatsächlich zweitältesten Layout. Ihr wisst ja, das älteste sieht fast genauso aus, mit dem Unterschied, dass es kein Auge von Anubis gab, keine Z-ID und dass der Kasten für den Namen und das Attribut etwas weniger breit war als hier. Aber es gehört noch mit zu den ältesten Artworks und ist auch eine der ältesten Karten überhaupt. Die kommt hier aus P3. Das ist das Premium Pack. Ist auch die letzte Karte dieses Packs, also die Nummer 8. Das heißt, das Set bestand aus insgesamt 8 Karten. Und diese Karte gab es tatsächlich in zwei verschiedenen Raritäten. Nämlich einmal in Super Rare, wer hätte das gedacht. Und einmal eben hier in Parallel Super Rare, das ist tatsächlich auch die seltenere von beiden Varianten, also die etwas High Rare. Ihr wisst schon, was ich meine. Und die ist aber noch recht bezahlbar, die liegt auch schon, glaube ich, seit 4 oder 5 Monaten hier, also wirklich eine halbe Ewigkeit, deswegen sage ich ja, ich wollte es einfach mal abarbeiten. Ich habe den Faden verloren, wo war ich jetzt? Achso, ja, richtig. Und das ist tatsächlich eine Karte, die ist gar nicht mal so teuer. Die kriegt man so in Nearmint bis Mint zwischen 8 und 10 Euro. Ich rechne sie jetzt hier im Video einfach mal mit 10 Euro ein. Ist gut für den Videotitel. Und ist auf jeden Fall eine sehr schöne Karte. Kann man mal mitnehmen. Ist allerdings jetzt nichts, wo ich sagen würde, boah, das ist ein absolutes Muss oder so. Super Parallel Rare ist jetzt nicht die schönste Rarität auf dem Lande, sage ich mal. Nicht die hellste Kerze auf der Torte. Aber trotzdem mal schön mitzunehmen. Warum eigentlich nicht? Sieht man zumindest relativ selten in Sammlungen. Mit etwas richtig Krassem geht es aber direkt weiter. Und zwar mit dem Obelisk der Peiniger. Ja, in 20th Anniversary Secret Rare. Den gab es zusammen mit einer sammelbaren Münze und einer Spielmatte, die ich leider Gottes nicht habe. Die werde ich mir aber noch besorgen. Ra habt ihr ja auch schon gesehen, 9-mal an der Zahl in einer der letzten Folgen. Ist ja die neueste Karte gewesen und tatsächlich auch die letzte 20th Anniversary, die rauskam. Sehr schön auf jeden Fall und die ist auch richtig geklettert. Als ich die gekauft habe, das noch gar nicht so lange her, ich glaube 1 oder 1,5 Monate, da war die noch bei 100. Mittlerweile hat sie einen rasanten Flug hingelegt auf 300 Euro. Slifer kratzt jetzt schon langsam an den 1000, also ist bei 800 in etwa. Und sogar der Ra, den ich damals für 23 Euro das Stück bekommen habe, geht mittlerweile 60 Euro das Stück. Also da habe ich auch mega plus gemacht. Und das sind Karten, die auch ihren Wert halten. Zum einen wegen ihrer Seltenheit, speziell Slifer ist ja extrem selten. Und auch aufgrund der Tatsache, dass es sich halt um ein Fan-Favorite handelt. Der Effekt sieht halt einfach bombig aus, Leute. Er sieht halt einfach ultra bombig aus. Schaut euch das mal an, Leute. Oh. Einfach mega nice. Mega nice, ja. Ich habe hier noch 100 dafür bezahlt. Wert ist aktuell so um die 300. Also das wird doch schon eine recht teure Folge. Neuzugänge allein schon wegen der Karte. Und das, hoppla. Und das bringt uns zu einer Karte, die wir erst vor kurzem gesehen haben. Und zwar im Phantom Rage Opening. Das hier ist Negalogia AA Zeus in nicht irgendeinem Rainbow Rare etc., sondern in Ghost Rare. Ich habe zu viel gearbeitet, Leute. Das ist tatsächlich, nochmal von vorne, Negalogia, Zeus in Ghost Rare aus Phantom Rage. Den haben wir tatsächlich in dem Opening gezogen und keine Sorge, es ist nicht der gleiche. Ich habe den hier tatsächlich schon am Anfang gezeigt von dem Opening. Den habe ich mir nämlich auch so rangeholt, ich glaube für 15 Euro oder so.
Und das ist auch der Wert, den er hat. Und wir haben ihn in diesem Opening tatsächlich gezogen. Es war die letzte Holo, die wir gekriegt haben. Ich war so happy. Das Opening lohnt sich wirklich anzugucken. Die letzten zwei Pulse sind einfach der absolute Oberhammer. Und ja, so sieht tatsächlich das neue Ghost Rare aus. Es haben tatsächlich noch gar nicht alle mitbekommen, ne? Obwohl das schon das zweite Set ist, in dem diese Karten halt so in dieser Form rauskamen. Und sie geht das so sehen. Also es ist keine neue Rarität, Leute. Es ist einfach nur Ghost Rare abgewandelt. Also die haben das jetzt halt anders gemacht. So wie sie halt damals bei den Ultimate Rares dann irgendwann eingeführt haben, dass sie auch den Rand printen. So haben sie sie halt auch abgeändert. In meinen Augen hat das mit einer Ghost Rare nichts mehr zu tun. Eher so Metal Rare oder so hätte man das sein können, weil das so metallisch aussieht. Vor allen Dingen so hier. Aber mit einer Ghost Rare hat das meiner Meinung nach gar nichts mehr zu tun. Schade, dass das nicht einfach eine zusätzliche Rarität geworden ist. Sie sieht wirklich gut aus, aber es ist und bleibt einfach keine Ghost Rare und kann die Ghost Rare auch nicht toppen. Ich denke mal, das ist wieder aus gewissen Kostengründen so gemacht worden. Und das bringt uns zur ersten Ghost Rare, die in dieser Variante gekommen ist, nämlich dem Chaos Ruler The Chaotic Magical Dragon. Den haben wir ja selbst schon mittlerweile bekommen. Ihr seht es ja, hier hinten haben wir schon ein OVP Rise of the Duelist Display. Das wäre ja dann im Zuge eines neuen Formates, das ich einführen möchte, in 2-3 Jahren öffnen werden. Und die habe ich hier tatsächlich 4-mal. Die ersten beiden Exemplare liegen hier schon relativ lange. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass die Karte noch ein bisschen besser aussieht als die hier in dieser Rarität. Ich werde hier einfach mal so frei sein, die ersten drei Exemplare einfach mal hier unten auszubreiten. Und das eine schauen wir uns jetzt hier nochmal etwas genauer an. Genau, bei uns ist das eine Secret Rare geworden. Im OCG war das eine Ultimate Rare, sowie halt auch eine Ghost Rare. Ich glaube, eine Ultra war es auch. Also das sieht halt schon Bombe aus, ne? Keine Frage. Aber es ist halt einfach keine Ghost Rare wert, auch so in etwa 10, 15 Euro. Also überhaupt nichts Wertvolles im Prinzip. Wobei bei hier ist natürlich auch schon 60, 75, 385 Euro liegen haben. Also das ist schon heftig. So, dann habe ich immer noch zweimal den Ultimate Rare rangeholt. Und ja, auch das Ultimate Rare ist jetzt im OCG neu. Ich erwähne es gerne nochmal. Den einen legen wir hier mal zur Seite. Das neue Ultimate Rare tatsächlich im OCG, das ist für mich persönlich noch etwas eher als Ultimate Rare zu akzeptieren, sage ich mal. Ich finde es nicht optimal. Ich finde auch, dass das einfach eine Zusatzrarität hätte sein sollen. Aber wir haben hier tatsächlich noch Ultimate Rare-mäßige Dinge. Zum Beispiel ist hier der Hintergrund, der ist noch richtig Ultimate Rare geprintet. Das Monster selber nicht mehr. Das ist unter so einer komischen, glänzenden Schicht. Und auch der Rest der Karte hier, also der ganze Kartenrahmen, der ist irgendwie so total rau und schillert auch total Regenbogenfarben. Sieht man jetzt nicht in diesem Licht, aber hier haben wir ja den Beauty Shot, da wird alles gut ausgeleuchtet, da werdet ihr sehen, wie das aussieht. Hier sieht es ein bisschen nackig aus. Ihr braucht ein entsprechendes Licht, damit das gut aussieht. Und ja, einfach ja. Den haben wir tatsächlich damals in unserem Rise of the Duelist Opening nicht gezogen. Was wir allerdings gezogen haben, was auch mega cool war, war dieser Kollege hier. Das ist nämlich Gaia, der magische Ritter. Den haben wir ja auch als Playset in Ultimate Rare und das war ein geiler Pull. Die geht ja auch so ein 10er, ging die damals als Ultimate Rare. Wie das jetzt aussieht, weiß ich nicht. Schaut euch mal das Rise of the Duelist Opening an. Es war so ein geiler Pull und der Beauty Shot hat so schön ausgesehen. Diese Karte ist in dieser Rarität einfach so nice. Ich würde sogar behaupten, dass sie fast besser aussieht hier in diesem japanischen Ultimate Rare als bei uns in dem Starlight Rare. Und ich muss sagen, das hier ist meine Lieblings-Starlight Rare überhaupt. Also da haben sie sich wirklich selbst übertroffen, auch wenn es natürlich wieder was aufgewärmt ist. Das ist natürlich nichts Innovatives, ne? Da haben sie einfach wieder ein Gaia genommen und ja, LOB-Feeling quasi in ein etwas anderes Design gepackt, wenn man so möchte. Ja, sie schaffen es zwar immer mehr, auch neue Sachen zu entwickeln, die altes Feeling versprühen, aber sie greifen halt doch auch immer wieder auf solche Sachen zurück, was ich persönlich jetzt nicht so am Feiern bin, um ehrlich zu sein. So, dann geht's weiter mit einer Kleinigkeit, die ich mir noch angeholt habe. Das hier ist jetzt eine Apollosa in Ultimate Rare aus Japan. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gezahlt habe, irgendwie 20 Euro oder so. So 15, 20 wird sie auch gehen. Das ist ja eine recht spielstarke Karte, ich denke mal auch im OCG. Kann ich allerdings nicht allzu viel zu sagen. Natürlich sieht sie besser aus als die normale Secret, aber ich finde, die Starlight Rare passt tatsächlich besser zu ihr als eine Ultimate Rare oder als der Ultimate Rare Effekt, sagen wir es mal so. Sehr, sehr schön auf jeden Fall an der Stelle. Echt cool geworden. Wunderschöne Karte, ne? Also das ist zum Beispiel eine absolute Ikone, so eine Karte, die irgendwann, nach der sich irgendwann Sammler die Finger lecken werden. Und dann kommen wir zu was, das habe ich ja schon wirklich, wirklich ein halbes Jahrhundert hier liegen. Und das sind ein paar Collectors Rares, die habe ich mir von dem David ranholen lassen. Das ist einmal dreimal Raigeki. Einmal dreimal Raigeki, jetzt werde ich aber lustig hier. Raigeki in Collectors Rare.
Haben wir hier dreimal am Start, lege ich auch mal zur Seite. Sieht tatsächlich mega nice aus in Collector's Rare. Ihr wisst ja, das deutsche oder das EU Collector's Rare, das TCG Collector's Rare, das schillert ein bisschen besser als das OCG. Ich muss sagen, da sind tatsächlich die, also unsere besser, was den Effekt angeht. Allerdings sind die hier stärker geprintet, also die haben eine bessere raue Oberfläche. Die sind bei uns nicht ganz so tief gestanzt. Aber unter dem richtigen Licht sehen auch die tatsächlich total perfekt aus. Sehr schön. Kostet einen dann etwa so 7 bis 8 Euro, also die sind auch nicht besonders teuer, ist halt ein Raigeki und in Japan, naja, vielleicht auch eher so ein Fan-Favorite. Also die ist tatsächlich für diese RC03 Collector's Rares schon recht teuer. Also die sind normalerweise eher so im 2-3 Euro Bereich einzuordnen. Dann haben wir hier noch eine ultimativ schöne Collector's Rare, das ist das Millennium-äugige Opfer. Oh, ich finde sie einfach so unglaublich schön. Schaut euch das mal an. Wie gesagt, ihr werdet ja den Beauty-Shot hier oben sehen. Das ist einfach, oh, dieser Effekt einfach nur. Dieser Effekt. Ich könnte so, oh, mir gefällt das einfach. Collector's Rare ist meine absolute Lieblingsrarität mittlerweile. Sogar vor Ghost und vor Ultimate Rare. Zumindest die europäischen Versionen. Die japanischen nicht, aber die europäischen. Ich wünschte, die würde auch vielleicht in Europa mal rauskommen. Beziehungsweise eben hier im TCG. Warum sage ich immer Europa? Ich habe keine Ahnung. Sehr coole Karte auf jeden Fall. Was uns zur, ich glaube, vorletzten Karte bringt, was der Austauschfrosch ist. Ich denke, wenn die Karte hier in Collector's Rare rauskommen würde, die wäre sauteuer. Ihr wisst ja, wie viel die Ultimate Rare aus dem OTS Tournament weggeht. Die kratzt ja schon an den 100 Euro. Ja, das ist auch mega, mega nice. Guckt euch das an, Leute. Auch Collector's Rare ist sehr schön. Collector's Rare aus Japan haben allerdings die Krankheit, dass sie gerne am Rand Silvering haben. Deswegen habe ich vor einer Weile mal ein paar aussortieren müssen, leider, weil ich da ein bisschen unachtsam war. Ich bin so gewöhnt, dass die japanischen Karten nehmen sind, dass ich da gar nicht so genau drauf geguckt habe. War ein klitzekleiner Fehler. Hat mich ein bisschen Herzblut gekostet, um ehrlich zu sein. Und das bringt uns zum antimagischen Duft, was die letzte Karte in der heutigen Folge ist, aber auch Collector's Rare. Sieht auch mega nice aus. Konzentriert euch, was das Bild angeht, am besten eher so ein bisschen auf den Beauty-Shot, der oben kurz eingeblendet wird. Da seht ihr das Ganze halt in der vollen Pracht, weil es sieht halt unter diesen Softboxen-Licht so ein bisschen nackig aus, so ein bisschen unspektakulär. Ist aber auch eine wunderschöne Karte. Ich denke, wenn ich sie in der Ausstellung präsentiere, werde ich auch ein etwas härteres Licht nehmen, damit die wirklich in ihrer ganzen Schönheit quasi gezeigt werden können. Aber es ist wirklich eine Sache, die erstens mit der Ultimate Rare meiner Meinung nach so ein bisschen verwandt ist von ihrer Machart her. Und es ist einfach wunderschön, wie das aufgebaut ist mit diesem gesplitteten und hier diese Streifen, die so weggehen. Und oh, es ist einfach wunderschön und vor allen Dingen preiswert. Solche Collector's Rares, die sind wirklich günstig, mit ein paar Ausnahmen natürlich. Und die bekommt man wirklich für einen guten Preis her und sie schmücken einfach jede Sammlung. Ja, meine Freunde, wir sind auch schon wieder am Ende der heutigen Folge Neuzugänge. Es war eine schöne OCG-Folge. Ich bin selber noch drauf gespannt, wie viel das Ganze im Endeffekt gehen wird, wie teuer diese Folge am Schluss sein wird. Wir haben tatsächlich auch ein paar etwas teure Ultimate Rares, nämlich die hier, die gehen auch so 10, 15 Euro und natürlich auch Apollusa. Tatsächlich auch ein paar teure Collector's Rares und natürlich die Ghost etc. und natürlich Obelisk. Also es wird doch schon eine recht happige Folge, wie ich finde. Oder es war für euch jetzt eine recht happige Folge. Die meiste Arbeit steht mir ja noch bevor, nämlich die ganzen Beauty-Shots und so. Das ist eine Elendsarbeit, Leute, ohne Witz. Ja, genau. Wir sehen uns dann zu einem weiteren Video. Das kann allerdings eine Weile dauern, denn ich werde mich jetzt an das Gastvideo bei Random Brand setzen und ich habe vor, dieses Jahr nochmal das letzte Video zu toppen. Und das bedarf einiges an Vorbereitung, einiges an Sortierarbeit und dementsprechend, es wird auf jeden Fall, glaube ich, nochmal ein Sammelkartencheck kommen auf jeden Fall demnächst, weil das ist recht einfach zu produzieren. Muss man nicht viel nachbearbeiten, nicht viel Post-Production. Und ja, genau, wir sehen uns dann zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.